Oh, baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Whoa, you shine. Leute, in meinem heutigen Video stelle ich euch ein paar coole Aktivitäten vor, die ihr nach der Schule so unternehmen könnt. Also von Hobbys bis hin zu irgendwelchen spaßigen Sachen oder Nebenjob-Ideen. Und wenn ihr zum Beispiel einen coolen Nebenjob oder ein krasses Hobby habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren und vielleicht inspiriert das ja auch den einen oder anderen. Und ansonsten legen wir jetzt erstmal mit dem Video los. Zuerst habe ich mal ein paar coole Nebenjobs für euch und der erste ist Flyern bzw. Flyer verteilen und das habe ich letztens auch selbst gemacht und ich kann euch sagen, das macht so viel Spaß, auch wenn manche Leute nicht eure Flyer haben wollen. Ihr lernt ganz viele Leute darüber kennen und müsst euch auch überwinden, Menschen anzusprechen und ihr könnt nebenbei ein bisschen Geld verdienen. Also es gibt auf jeden Fall schlechtere Nebenjobs und ich finde das einfach nur richtig spaßig und cool. Was ihr aber auch machen könnt, ist Nachhilfe geben. Das habe ich auch früher gemacht und ich kann euch sagen, das macht wirklich auch viel Spaß, obwohl man das vielleicht nicht denken würde. Ihr lernt auch selbst immer noch ein bisschen was dazu und lernt auch für euch, wie ihr Sachen anderen Menschen rüberbringen könnt. Also ja, wenn ihr irgendwas gut könnt, dann gebt gerne Nachhilfe darin. Kleidung aufpeppen ist ein super Langeweile-Killer und wenn ihr das richtig gut macht, dann könnt ihr damit sogar ein bisschen Geld verdienen. Ich habe mir hier zum Beispiel so einen Spider-Man-Sticker gekauft und damit einfach meine Jeans ein bisschen aufgepeppt. Das geht super leicht, ihr braucht nur ein Bügeleisen und noch ein Tuch und dann fahrt ihr mit dem Bügeleisen ein paar Mal da drüber, ungefähr so eine Minute lang und dann ist auch schon der Sticker auf der Hose. Und ich finde, das sieht echt ganz cool aus. Ihr könnt auch ganz kitschige Sachen wie so Hello Kitty nehmen und ihr könnt dann auch eure Hose zum Beispiel weiter pimpen, indem ihr irgendwelche Schlitze oder Risse reinmacht. Das ist ja momentan auch total angesagt. Hier seht ihr jetzt mal das fertige Ergebnis und ich finde wirklich, dass der Spider-Man so ein ganz cooles Detail irgendwie ist. Und wenn ihr dann zum Beispiel noch diesen Schlitz ein bisschen mehr ausfranst bei eurer Hose, dann sieht das ganze Outfit richtig lässig und casual irgendwie aus. Also mir gefällt es super gut und es ist auch richtig bequem. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Mützen aufpimpen. Das mache ich immer ganz gerne mit Ohrringen zum Beispiel. Das geht auch mega leicht und sieht echt ganz cool aus. Leider hat die Mütze hier noch so einen weißen Fussel. Aber ansonsten gefällt mir das echt gut und man kann so viel damit machen. Oder fangt einfach an zu bloggen oder zu YouTuben, wenn ihr Langeweile habt. Ihr braucht dafür eigentlich nur eine halbwegs gute Kamera. Das hier ist zum Beispiel die Sony Alpha 5100. Die nehme ich immer auf meinem Vlog-Kanal. Oder die Canon EOS 70D, die nehme ich für meine anderen Videos. Dann braucht ihr nur noch ein Interessengebiet wie zum Beispiel Beauty oder Fashion oder auch Reisen, Sport, Gaming. Und dann müsst ihr das nur noch ins Netz stellen und könnt euch immer neue Ideen überlegen. Und das macht wirklich super viel Spaß. Mit der nächsten Sache könnt ihr leider kein Geld verdienen, aber wenn ihr euer Zimmer aufräumt, sieht es wenigstens ordentlicher aus und ihr fühlt euch auch viel wohler zu Hause. Ich mag es auch ganz gerne, wenn ich mir einfach vielleicht nochmal ein paar Blumen kaufe und die in meine Wohnung stelle oder einfach mal das Geschirr abwasche, was ich sonst immer aufschiebe. Und dann geht es euch viel besser und ihr habt auch Zeit totgeschlagen. Neue Gerichte zu kochen, das versuche ich in letzter Zeit auch immer öfters, weil es ja echt spaßig ist und man auch ein bisschen was dazulernt. Ich habe zum Beispiel letztens mit Kokosmilch und Zucchini und Tofu mir so ein Curry gekocht. Da braucht ihr dann noch so ein bisschen Tomatenmark für und logischerweise dann auch noch Curry. Und das Ganze verrührt ihr dann einfach ein bisschen und lasst das für ein paar Minuten kochen. Ich habe da noch so Glasnudeln hinzugegeben und schon habt ihr ein super leckeres Essen. Und das habe ich vorher noch nie gekocht und kam da irgendwie gar nicht drauf. Aber das schmeckt richtig lecker und es tut immer gut, was Neues mal auszuprobieren. Und die letzte Sache, die ich euch gegen Langeweile empfehlen kann, ist Picknicken. Besonders wenn das Wetter draußen schön ist, ist das einfach sehr angenehm und entspannend.
Ihr müsst einfach nur so ein paar Sachen zubereiten, wie Süßigkeiten, Salate, irgendwelche Brote. Da gibt es ja diverse Rezepte, die man einfach machen kann und irgendwohin mitnehmen kann. Obst ist natürlich auch immer lecker. Und dann braucht ihr nur noch irgendeine Freundin und dann setzt ihr euch zum Beispiel wie ich an den Aachener Weiher in Köln. Das ist immer richtig cool da. Und dann kann man den Abend oder den Mittag da ganz lecker und ja, gelassen verbringen. Meine Tasche ist übrigens von Lippold und die ist super zum Reisen oder auch zum Picknicken, weil da einfach sehr viel reinpasst. Und ja, so verbringe ich in letzter Zeit eigentlich am liebsten meine Abende mit Freunden beim Picknicken. Und das war's auch schon. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr jetzt noch Lust auf mehr Videos von mir habt, dann klickt einfach mal hier. Da findet ihr mein letztes. Und ansonsten sehen wir uns ja dann ganz bald in meinem nächsten Video wieder. Oder ihr stalkt mich einfach auf Twitter oder Instagram. Da können wir dann auch in Kontakt bleiben. Und ja, bis ganz bald. Ciao, ciao.